So Leute, nochmal auf ein neues, Aufnahme Nummer 2. Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von mir. Ich habe heute für euch mitgebracht One Piece Pirate Warriors 2, dem neuen One Piece Spiel von Namco Bandai. In dem Fall habe ich hier die japanische Demo, weil es keine andere Demo gibt. Im deutschen PSN gibt es, soweit ich weiß, keine Demo. Oder halt nur über Dings erhältlich hier über PlayStation Plus. Ich werde mich aber gleich weigern, dieses PlayStation Plus mir anzuschaffen. Wir starten das Spiel, aber ich werde jetzt gleich erstmal... Dings umschalten, Videobildmodus. Weil... ich guck mal, ob so... Ja, es funktioniert so. Weil es halt... Naja, weil die, Demo, japanische Demo, sie schaltet halt auf NTC um. Deswegen seht ihr jetzt alles in Schwarz-Weiß, aber gleich habt ihr alles in Farbe. Keine Sorge, gleich habt ihr alles in Farbe. Wir starten die Demo. Ihr solltet aber jetzt gleich ein Bild bekommen. Und da habt ihr schon, da steht ja schon Downloading. Irgendwas in Japanisch, was ich leider nicht verstehe. Ja, weiter. Namco Bandai Games. Bandai, ja, hab ich schon mal gehabt. Keine Ahnung. Produced by Omega Force. Now loading, One Piece! Gucken wir uns mal in, das Opening am Dream Story. Zum Spiel an sich kann ich leider nicht viel sagen. Wie gesagt, ich bin kein One Piece Fan. Naja, und habe die Spiele auch nicht wirklich alle gespielt, wenn man so will. Ich habe sie nur so nebenbei ein bisschen mal angetestet in der Demo. Und so wie das hier jetzt. Das ist übrigens mein erstes One Piece Spiel, was ich jemals gespielt habe. Also, und es ist auch noch nur eine Demo. Das war unser Intro, dann nehmen wir zum Spiel. Ich verstehe ja leider kein Wort. Ja, wir haben viele bekannte, also bekannte Charaktere gesehen. Ich habe viele Titten gesehen. Nee, egal. Wir werden mal... Ja, stimmt ja, in der japanischen Fassung ist ja... Kreis, die Auswahltaste. Ja, oh gut. Lässt sich eigentlich nicht viel einstellen hier, deswegen bringt uns das nicht wirklich voran. Ist irgendwie Controller, ist ja das Vibration, okay. Den Rest brauchen wir nicht wirklich. Gehen wir zurück. Dann gehen wir mal ins Spiel. Eins, was ich sagen kann, ist, Pirate Warriors ist nach dem Dynasty Warrior Prinzip erstellt, wenn man so will. Es ist quasi wie Dynasty Warrior. Wer Dynasty Warrior kennt, weiß jetzt irgendwer, was ich meine. Nur halt mit One Piece Charakteren. Wir starten mal. Man kann hier zwischen zwei, Story-Abschnitten, sag ich jetzt einfach mal, wählen. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Und ich hoffe, es ist halt der kürzere von beiden. Naja. Okay, dann wählen wir mal hier. Was anderes können wir hier, weiß ich nicht, machen. Deswegen wählen wir hier aus. Und wir haben eine Charakterauswahl. Und zur Auswahl stehen uns
zwei Charaktere. Einmal Ruffy und einmal einen Typen, den ich nicht kenne. Ruffy kenne ich nur, weil ich die Serie mal geguckt habe und ich halt... Der Hauptcharakter vergisst man halt nicht, wenn man so will. Ich habe die Serie mal geguckt, aber inzwischen mag ich sie nicht mehr so besonders. Wir nehmen natürlich Ruffy, weil bekannter Charakter in One Piece und auch. Denke ich mal, sollte man ihn auch nehmen. Monkey D. Ruffy, um genau zu sein, heißt er. Genau. One Piece Dream Story. Wollt ihr uns nochmal den Trailer zeigen? Nee, irgendwas anderes. Wir sehen ein Schiff, das Schiff von Ruffy, soweit ich mich erinnern kann. Lysop! Und die anderen. Zorro und so. Ich gucke mal, ob wir das schon gesehen haben. Nee, das ist ein bisschen mehr, aber... Das zeigt uns jetzt die Geschichte. Ich meine, versteht tut man eh nicht, weil japanische Untertitel, die japanische Fahrer. Daher... Ist eh egal. Yeah, aufs Schiff drauf, jetzt! Yeah! Und Titten und... Naja. Und ein riesenlanger Gummifuß. Und ein, Typ, der... Irgendwelchen, Ahnung, was war. Egal. Zorro, Sanji, die ganzen Charaktere, die ich alle noch kenne, weiß ich. Weil ich jetzt ja noch nicht kannte. Bam. Oh, das war, glaub ich, Nico Robin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall Lysop. Hat sich ganz schön verändert. Chopper! Gut, der Ruffy. Wow, Ruffy fliegt aufs Hauptschiff zu! Boom! Ich meine, den Trailer kennen wir ja schon. Also den Teil kennen wir ja schon, weil es ja... Wie gesagt... Ich meine, jetzt... Ich denke mal, das können wir jetzt hier überspringen, weil das... Ist wohl eher so gut so. Kapitel 1, würde ich mal sagen, stand da jetzt. Hier wird uns die Steuerung erklärt, nur... Naja, verstehen ist so eine kleine Sache, die da noch ein bisschen fehlt. Egal, das Spiel gibt es ja inzwischen auch in Deutsch, also von daher sollte das kein Problem sein. Na dann, wir sehen schon, wir sind hier Ruffy und wie gesagt, Dynasty Warriors. Wir haben hier eine Karte, wo wir alle unsere Gegner erledigen müssen, hier so auf Button-Smashing-Art und so. Nur halt mit Ruffys Fähigkeiten und so. Kann ich jetzt leider nicht wirklich aufsehen, wie die ganzen Dinger so heißen, da habe ich nicht so im Kopf. Naja. Okay, ich guck mal, kann man irgendwie noch was drücken, ne? Jetzt haben wir sie irgendwie wahrscheinlich gelähmt oder sowas in der Art. Bin ich jetzt sicher. Boom! Level Up, glaube ich sogar. Ah, ich glaube sogar mit Level Up und so weiter. Irgendwas. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich hier nicht wie ich so wirklich aus. Ja, ich muss hier mal kurz ein kleines Gameplay machen. Das ist genauso wie bei Bleach, beim Ingameplay. Aber wie gesagt, ich meine, wer Dynasty Warrior kennt, wird sich hier eigentlich prima zurechtfinden, würde ich sagen. Und wer One Piece Fan ist, macht ihr sowieso keinen Fehler beim Kauf. Also One Piece Fans, auf jeden Fall zuschlagen, sage ich jetzt mal schon am Anfang. Und, na gut, nur wenn ihr PlayStation 3 habt. Weil, das Spiel ist nämlich PlayStation 3 only, also von daher... Sollte ich das mal mit erwähnen, dass ihr euch das Spiel kaufen wollt, es gibt's nur und ihr habt nur eine Xbox oder so ähnlich. Ist natürlich jetzt nicht gerade gut. Bam. Naja, und für Dynasty Warrior Fans, die können sich das auch mal angucken, ne? Weil die Charaktere ist nicht so, dass man sagt, die sind unsympathisch oder so ähnlich. Die sind cool, die Charaktere. Größtenteils. Aber, naja. Für mich ist es halt nicht, weil ich nicht so... Ich kann auch nicht viel mit Dynasty Warrior anfangen, sage ich ganz ehrlich. Und
das Prinzip ist mir auch ein bisschen zu einfach. Immer so, hier so Buttonbashing und rumlaufen, so. Wie man es hier gerade sieht. Aber, naja, das ist ja eine Liga-Ansichtssache. Die Leute, die was mögen, können sich das gerne holen. Gibt's in jedem euch bekannten Game Shop. Sollte es quasi zu finden sein. Ich werde euch einen Amazon-Link unten in die Beschreibung packen zum Spiel. Keine Sorge, es ist nichts weiter. Es ist einfach nur ein Link zu Amazon-Link. Ich kriege dafür auch kein Geld, wenn man so will, sondern ich werde einfach nur den Link da reinpacken, falls ihr euch das kaufen wollt. Naja. Und dann könnt ihr halt euch das kaufen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn nicht, dann lasst das halt. Ich muss gerade gucken, dass ich hier ein bisschen auf die Kamera achte, weil das Ziel ist es nämlich, die Karte leer zu räumen, wenn man so will. Von Gegnern. Und eine Truhe, die machen wir gleich mal auf. Was haben wir hier? Get Coin, ja, wir haben Münzen bekommen. Hier sind noch ein paar Gegner. Bam! Ich finde ehrlich gesagt, die Gegner sind dauern ein bisschen zu lange. Wenn man so will. Für so kleine Mini-Gegner. Naja. Im Prinzip gibt es eigentlich nicht viel zu zeigen, weil das ist einfach hier das hier, was ich jetzt hier mache, das macht man eigentlich die ganze Zeit, wenn man so will. Nur halt, ich sag mal, in unterschiedlichen Leveln, denke ich mal. Und halt, man folgt halt die Story von One Piece weiter, wenn man so will. Nach. Und halt, denke ich mal, man wird halt einfach noch ein bisschen mit Leveln beschäftigt sein, würde ich sogar mal mit sagen. Das muss man quasi, ich habe in dem Fall Blüstorf gewählt, was ich eigentlich jetzt nicht unbedingt möchte. Wollte, besser gesagt. Weil Blüstorf ist nicht gerade ein Charakter, den ich früher gemocht habe, wenn man so will. Da war man ein bisschen zu schisserhaft, wenn man so will. Erst auf große Klappe haben und dann, naja, wegrennen, wenn es ernst wird. Das erinnert mich so an gewisse Situationen im Real Life. Oder im Internet und im Real Life immer davon. Im Internet die große Klappe und so, aber im Real Life dann, sag ich mal, nicht einen Arsch in der Hose haben. Dazu stehen, was man gesagt hat. So ungefähr. Naja, darauf will ich aber nicht weiter eingehen. Das hat jetzt nichts hiermit zu tun. Hier geht es allein um das Spiel. Kauft es euch nicht. Naja. Ich mache auch hier gleich wieder Schluss mit dem Gameplay, weil 15 Minuten reichen für dieses Spiel vollkommen aus. Weil ich möchte hier nicht, weil mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen. Weil, außer dass es auch noch Bossgegner gibt, wenn man so will. Aber, naja. Also man, naja, das ist eh nicht wirklich was erwähnenswert. Du machst genau dasselbe, wenn man so will. Nur halt die sind halt ein bisschen schwieriger in der Hinsicht. Naja. Wie gesagt. Ich mach dann hier jetzt wieder Schluss mit dem Gameplay. Und es wird mir immer irgendwelche Dings gezeigt, die Kamera gezeigt, deswegen weiß ich nicht, was bringen soll. Vielleicht will ich mir irgendwo darauf hinweisen, da ist was oder so ähnlich, da musst du hin. Aber naja. Ich werde jetzt hier Schluss machen, schon allein, weil ich noch ein bisschen mehr aufnehmen muss und Gameplay, naja. Gibt's eigentlich viel zum Gameplay zu erklären, aber die Demo zeigt auch nicht wirklich viel. Deswegen drücke ich jetzt hier auf Pause und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.